ganz normal in Zürich. Ich am Filmen. Ja. Was geht ab? Die sind 385 ideal und ich sag, ich sag, ich ideal! Genau so springe ich auch heute ins Wochenende rein. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe euch vermisst. Es sind schon ganze 24 Stunden. Es wird mal wieder Zeit für ein paar absolut gottlose Clips. Und ich mein's ernst, das heutige Video ist wirklich ehrenlos. Also so richtig, richtig. Bei manchen Clips habe ich sogar Angst, sie hochzuladen, weil ich denke, das Video wird gesperrt. Aber naja, was soll's. Die Jungs hier waren ein bisschen im Wald ein paar Bäume fällen. Und schaut mal, was da passiert ist. Hey! Hey Prabhu! Hey Prabhu! Hey Harinam Krishna Jagannatha Premanandi! Yo, der Bruder hat sich mal kurz auf einen kleinen Ritt begeben. Hey Harinam Krishna Jagannatha Premanandi! Wie stumpf er da einfach so hochspringt. Aber er kann sich wirklich glücklich schätzen. Wäre der Baumstamm 30 cm weiter oben bei ihm angekommen, dann wäre er erstmal vorbei mit Kindern. Wir sind oder waren ja eigentlich mal alle in der Schule. Und wenn man anfängt mit der Schule, hat man noch so richtig nice Karrierepläne. Zum Beispiel, ey, ich will Polizist werden. Ey, ich will Astronaut werden. Ey, ich will Fußballer werden. Und was sonst noch alles. Und über die Jahre verläuft sich dann ein bisschen der Weg. Manche Leute landen dann anstatt halt im Stadion, bei Rewe hinter der Kasse. Was ja auch nicht schlimm ist. Aber ich frage mich wirklich, wie kommen Leute darauf, diesen Job zu machen? Und zwar sind die hier Securities bei einem Footballspiel. Was ist das für eine Security? Ist nicht eigentlich euer Job darauf aufzupassen, dass die Leute nicht den Platz stürmen? Das funktioniert ja super hier. Ja gut, ich meine, die tun hier wenigstens noch so, als würden sie arbeiten. Die richtigen Polizisten da hinten sogar mit Uniform, die machen gar nichts. Die versuchen es nicht mal. Das ist wirklich die beschissene Security, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Was machen die denn da? Und der Bruder wollte früher einfach mal Astronaut werden. F an die geplatzten Träume. Ey, vergesst mal kurz alles, was ihr wisst. Wenn euer Abfluss mal wieder dreckig ist, ihr braucht keinen extra Reiniger, keine extra Säure oder sonst irgendwas dafür, um es wieder frei zu bekommen. Der Typ hier hat wirklich den perfekten Trick dafür gefunden. Yo, das ist crazy. Aber es hat funktioniert. Das nenne ich mal einen sinnvollen Lifehack, der mich endlich auch weiterbringt im Leben. Ich kann es kaum erwarten, das zu Hause bei meinen Eltern zu probieren. Aber jetzt meine ernst gemeinte Frage. Vielleicht könnt ihr mir das ja in den Kommentaren beantworten. Denkt ihr, es hat geklappt und der Abfluss ist wieder frei? Oder denkt ihr eher, der Nachbar unter ihm hat jetzt ein Loch in der Wand und einen Wasserschaden, weil das Rohr geplatzt ist? Ich bin hier auf eine Tinder-Anzeige von einem Fan gestoßen. Und jetzt ernsthafte Frage. Wer von euch ist das? Und wieso habt ihr so ein Tinder-Profil? Mario, 21. Mein Lieblingsgericht schmeckt überall. Nur nicht bei Mutti. Denn mein Lieblingsgericht ist... Ey, nein, 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 nein. Was ist das denn? Ja, das kann auch nur echt jemand sein, der hier diese Videos schaut. Bro, was denkst du dir dabei? Und wieso liegst du auch noch in Kombination mit diesem Spruch so dort und guckst mich so sassy an, Bro? Na, na, na. Also wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Welches nice, intelligente und schöne Mädchen denkt sich denn bei diesem Spruch, oh ja, Mann, das ist mein Traum, Mann. Aber Bro, ich will nichts sagen. Es kann ja auch sein, dass der Spruch funktioniert und du wirklich jeden Tag zur 10, 20 Bad Bitches damit unlockst, weil sie dich lustig finden. Obwohl, ich weiß ja nicht. So wie du halt dort liegst und auch so verlegen in die Kamera schaust, ich weiß nicht, Mann, ob das klappt. Falls ihr dachtet, ihr habt dieses Jahr einen krassen Schneemann gebaut, dieser Typ hier hat einen heftigeren gebaut. Einfach sein Schneemann ist Giga-Chat. Nehmt euch mal ein Beispiel. Dieser Schneemann ist mehr Mann als 50% von uns. Der Typ im nächsten Video tut mir einfach nur leid. Er hat wirklich eine schwere Aufgabe zu stemmen. Geht's dem gut? Das sieht gar nicht mehr okay aus. Der ist komplett am Kämpfen mit seinem Leben. Guckt ihn doch mal an. Ja.
Yo, der Schmerz steht förmlich in sein Gesicht geschrieben. Der hält das nicht mehr lange aus. Der kann's kaum erwarten, wenn der Song endlich vorbei ist. Noch ein, zwei Parts mehr bei dem Track und der bricht da komplett zusammen und der muss rausgetragen werden. Asad واقف قلب الشبكة استحالة حد يعدي. Und deswegen nehmt euch immer ein Beispiel. Man spielt kein Fußball, wenn man eine verdammte Kippe in der Hand hat. Konzentrier dich auf das Spiel und nicht auf deine verdammten Zigaretten. Was ist los bei dir? Genau das hier kommt dabei rum, wenn ich das erste Mal zu Hause alleine was koche. Man, let me show you little how to cook, man. Fuck out my face. Okay, what the f***? Was hattest du an deinen Zwiebeln dran, dass die direkt angefangen haben, Feuer zu fangen? Sowas kann eigentlich nicht passieren. Du hast ja irgendwas falsch gemacht. Ja, oh, das sieht gar nicht gut aus. Aber wisst ihr, was gut aussieht? Die nächste Oma. Denn die hat von ihrem Enkel einen Blowout-Taper-Fade bekommen. Ja, ihr hört richtig. God damn! Die ist am Drippen. Die ist am Killen. Shorty hat den Edgar mit Taper-Fade. Also ich sag ehrlich, das sieht krass aus. Bei Oma sieht das irgendwie heftig aus. Wenn ich mir diese Frisur machen würde, Bro, for real, ich würde aussehen wie der größte Goof-Lord aus Deutschland. Ich würde geschlagen werden, wenn ich rausgehe. Real talk. Aber hier, das kommt krass. Ich sag's ehrlich, ich weiß auf jeden Fall, was ich das nächste Mal ausprobieren werde, wenn ich meine Oma sehe. Okay, wer bei dem nächsten Kipp lacht, ist offiziell gottlos. Yo, wait, Chad, she's kinda bad. Wait, what the hell? Hold on. Can I still pre-order? Hey, bro. Oh, Bro. Also Spaß beiseite, okay? Das ist fucking gottlos, Mann. Das ist wirklich unnormal gottlos. Was? Die Reaktion musste echt nicht sein, Mann. Das musste echt nicht sein. Du hast wirklich übertrieben. Ich distanziere mich davon und habe auch nichts mit diesem Typ und dieser Handlung zu tun, okay? Ich stehe gegen Bodyshaming, alles klar. Aber das hier würde mich auch mies abficken. Stell dir vor, du willst dich mit dir treffen und dann sieht... Ah, komm, ich höre auf. Ansonsten sperrt YouTube noch mein Video und das wollen wir ja nicht. Wir sind ja nett, richtig? Okay, wer davor gelacht hat, ist gottlos. Aber wer hier lacht, hat wirklich keine Seele. Keine Moral, keine Seele, kein Gewissen, kein gar nichts, okay? I got some big news today, but my mom is dead. So can you guys just pretend to be my mom for a minute? Okay, also für die Analphabeten hier, falls ihr es nicht verstanden habt, sie hat paar gute Neuigkeiten. Aber leider Gottes ist ihre Mom schon gestorben und deswegen sollen wir jetzt einfach so tun, als wären wir ihre Mom. I got some big news today, but my mom is dead, so can you guys just pretend to be my mom for a minute? Okay, so guess what? Ey, nein, ich guck das jetzt auch nicht weiter, Bro, what the f***? Wieso? Das geht echt gar nicht, Mann. Das geht wirklich gar nicht. Dieser Typ hat absolut kein Gewissen. Bro, wieso so respektlos? Ich werde auch keine Sekunde von dir hier weiter zeigen. Sowas geht gar nicht. My mom for a minute. Okay, so guess what? I officially got hired in the ER. Mid-shift. Ey, Broski. Broski. Wer auch immer jetzt hier gelacht hat, ne? Also ich hab safe nicht gelacht. Direkt mal schon vorab. Und wenn ihr gelacht habt, lasst euch sagen, eines Tages wird das Karma kommen und euch holen. Wie ich mir um 3 Uhr nachts Nudeln vorbereite. Yo, what the f***? Habe ich mir hier gerade angeschaut. Wer gibt mir diese 10 Sekunden meines Lebens wieder zurück? Wieso? Wieso? Und was hast du mit den Nudeln gemacht? Ey, what the fuck? Der hat einfach eine Beziehung mit den Nudeln. Der hat was da am Laufen mit denen, so wie der die anpackt. Ich weiß nicht wieso, aber dieser Typ hat sich gedacht, das ist eine gute Idee, Golf auf dem gefrorenen See zu spielen. Was hast du auch erwartet? Also, es war doch von Anfang an klar, dass das genau so ausgehen wird. Wieso? Wieso hast du es trotzdem versucht? Diese zwei Jungs hier sind wirklich der Beweis dafür, dass die Welt den Bach runtergeht. Sie sind dort gerade in einem Shop und ratet mal, was ihnen ins Auge gestoßen ist. Richtig, diese Elfbar, die da vorne stehen. Und laut dem Verkäufer sind die beiden Jungs ungefähr so 13 Jahre alt gewesen und die schieben jetzt schon Auge auf die Elfbar. Und naja, leider können sie sich die Elfbar nicht holen und deswegen versuchen sie jetzt alles, um den Verkäufer dazu zu überreden, dass er ihnen jetzt die Elfbar verkauft. Boah, guck mal.
für den bricht gerade seine Welt zusammen, weil der Verkäufer ihn einfach keine Vape verkaufen will. Junge, chill mal, du bist 13. Du bist 13, du kamst quasi noch aus deiner Mom raus. Was willst du vapen? Und naja, weil sie sich jetzt keine Vape kaufen können, müssen sie es auf andere Wege tun. Ey, das ist echt so unglaublich peinlich, ne? Das ist... Überlegt euch einfach mal, er hat Eltern. Von irgendjemand ist das der Sohn. Stell dir mal vor, du bekommst später ein Kind und nach 13 Jahren geht es einfach in einen Laden und klaut Vapes. Er klaut einfach die gesamten Vapes, um dann später mit seinem Homie daran zu nuckeln wie solche Vollopfer. Wer dafür ist, dass kleine Jungs, die vapen, in den Knast gehen sollten, damit sie eine Lektion bekommen, der gibt dem Video einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.